ich war zum Beispiel so auf der Wache, hat irgendjemand einen Rasierer bei gehabt, irgendjemand, der muss so ein bisschen filigraner damit um. Wir befinden uns hier auf der L170 zwischen Germdorf und Sommerswalde. Wir wurden hier zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen, wo die Meldung war, VU Klemm, PKW brennt. Wir kamen an und der PKW stand in Vollbrand. Wir hatten keine Möglichkeit, die Person mehr rauszuholen. Wir mussten also mit einem Schaumangriff vorgehen und dann warten, bis wir den Brand gelöscht haben, um dann zur Unfallursache können wir gerade nichts sagen. Wir mussten warten, bis der Gutachter der DEKRA vor Ort war, um alles aufzunehmen und danach die Leiche zu bergen und dem Bestattungsinstitut zu übergeben. Wir haben die Kriminalpolizei unterstützt bei Maßnahmen wie zum Beispiel die Tür öffnen oder das Dach abzunehmen. Jetzt werden wir den PKW weiter so konzipieren, dass er auf einen Abschlepper verladen werden kann und dann wir die Straße so weit wiederherstellen, dass der Verkehr rollen kann. Eine verstorbene Person ist immer schlimm und auch hier gehen die Einsatzkräfte immer ans Limit und wir werden auf jeden Fall noch ein Nachgespräch mit den Kameraden in der Wache vorführen. Wir befinden uns ja auf der Bundesstraße 273 zwischen Schwante und Germdorf. Am heutigen Tag um 11.30 Uhr kam es hier zum tragischen Verkehrsunfall. Ein PKW, vermutlich Skoda, den man im Hintergrund auch sieht, der aus Schwante kommt in Richtung Germdorf bzw. Oranienburg-Zentrum, die Bundesstraße hier befahren hat, kam nach bisherigen Erkenntnissen von nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum, fing Feuer und brannte vollständig aus. Zur Identität, Geschlecht, Alter des Fahrers oder der Fahrerin können wir bislang keine Angaben machen, da wissen wir noch nichts. Die Person erlag hier aufgrund des Brandes den Verletzungen und verstarb. Also derzeit sind wir noch in der Unfallaufnahme, haben in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft hier noch einen Unfallsachverständigen hinzugezogen, da die Ursache, warum der PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist, noch gänzlich unklar ist. Die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs oder eines weiteren Verkehrsbeteiligten schließen wir hier derzeit noch aus. Solch ein Einsatz ist nicht alltäglich, der ist sowohl für die Feuerwehr als auch für die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes nicht Tageswerk. Die Straße wird vermutlich noch einige Stunden gesperrt bleiben, bis wir mit der Unfallaufnahme fertig sind und Fahrzeug und den Leichnam der verstorbenen Person hier geborgen haben.